Herr Petri, Sie wollten... Ja, ganz kurzes Wort, Herr Fuchs, zur Ergänzung. Ein Wort noch. Es gibt natürlich jetzt, wir arbeiten an dem Standard XPAR, um die Daten, wenn jetzt einer der teilnehmenden Patienten oder Menschen oder Bürger oder Kunden der Barmer eine andere Akte wünscht, dass er die übertragen kann von A nach B. Und das ist genau die Interoperabilität zwischen all diesen Systemen und Kliniksystemen und Arztsystemen, Laborsystemen und Apothekensystemen. Diese Interoperabilität, die wird natürlich von uns auch gefordert in der Aktentechnologie. Wenn Sie also heute Geld von Ihrer Bank A nach Bank B schicken, kommt sie auch an. Und so wird es natürlich auch möglich sein, Akten zu wechseln, Anbieter zu wechseln, Daten mitzunehmen oder sogar in Zukunft mehrere Akten vielleicht zu haben, weil ich kann mir vorstellen, der ein oder andere von Ihnen hat auch zwei oder drei Bankkonten, wo er seine Gelder lagert. Und so könnte ich mir vorstellen, dass wir auch die Gesundheitsdaten vielleicht sogar in verschiedenen Systemen lagern. Das ist der Konsument entscheidet das. Ich. Herr Petri. Also, ich habe überhaupt kein Problem, mit Herrn Fuchs ein Bier trinken zu gehen. Das können wir auch gerne zeitnah machen. Ich fürchte aber, dass der Datenschutz noch einige Zeit lang überleben muss. Zu dem Thema Steuerungsfähigkeit. Der Bürger soll mündig sein. Okay, für mich ist das eine ganz wichtige Voraussetzung, dass man die Steuerungsfähigkeit auch ermöglicht, dass die. Also spreche mich ja nicht direkt dagegen aus, dass man diese Steuerungsmöglichkeit ihm gibt. Nur man muss ihm dann auch Instrumente beigeben, damit er seine Rechte mündig ausüben kann. Das ist mein Punkt. Ja, also ich muss als Patient dann auch schon bestimmte Entscheidungen treffen können. Und das kann ich nur dann, wenn ich die Tragweite meiner Entscheidungen überblicke. Und das ist der Punkt. Ja? Also wenn wir über mündigen Bürger reden, dann müssen wir darüber reden, wie setzen wir ihn in die Lage, eben seine Gesundheitsdaten wirklich auch sachgerecht zu verwalten. Und das, darüber reden wir im Moment ein bisschen zu kurz, meine ich. Das war noch ein Punkt in der Ergänzung. Und dann können wir gerne ein Bier trinken. Ja, Frau Böhme, wollten Sie noch gerade? Also ich denke, dass mit der Mündigkeit, also jetzt so aus Sicht der privaten Krankenversicherung, da haben ja die Kunden schon sehr viel mehr Informationen, als sie jetzt in der gesetzlichen Krankenversicherung das haben, indem sie ja Abrechnungen und also Rechnungen bekommen, wo eben Diagnosen und sowas drinstehen. Wie sehen Sie das denn? Also die bekommen ja häufig auch ihre Laborwerte mit und bekommen eben eine Reihe von Diagnosen. Da stehen 20 Diagnosen häufig drin. Und damit müssen die ja auch umgehen können. Ich finde, es ist schon wichtig, dass der Patient, dass der schon diese Information bekommt. Und nicht ohne Grund ist es so, dass man heute davon ausgeht, dass der Patient auch das Recht hat, vom Arzt Auskunft zu verlangen. Das ist zu Recht so und das ist auch wichtig so. Das macht er in der Regel aber, sagen wir mal, bezogen auf einen ganz speziellen Fall. Darum geht es mir hier aber im konkreten Fall nicht. Ich finde das gut, dass er diese Information bekommt. Wenn Sie diese Information bekommen, kriegen Sie die in der Regel papiernen. So, Papier ist etwas, was man kann natürlich sagen, das kann man heute einscannen und über den Äther jagen. Das ist aber im Moment, wo es im Papier ist, ist es ein begrenztes Risikoszenario. Wenn Sie das webbasiert machen, wie das bei den heutigen gängigen Gesundheitsakten elektronischen der Fall ist, ist da ein ganz anderes Risikopotenzial dabei. Und wir reden jetzt eben nicht über Diagnosen von einem Fall, sondern teilweise eben eine lebenslange Krankheitsgeschichte. Und da ist einfach ein erhebliches Risikopotenzial für die Patienten da aus datenschutzrechtlicher Sicht. Und das kann man einfach nicht wegreden. Das ist einfach ein Problem. Dem muss man sich halt stellen. Ja, danke schön, Herr Petri. Ich bedauere sehr, dass der Monitor hier links unten neben mir anzeigt, nur noch eine Minute. Ich glaube, wir hatten eine sehr angeregte Diskussion und wir hätten auch, glaube ich, noch ein paar Möglichkeiten, das Publikum mit einzuziehen. Entschuldigen Sie, dass ich Sie jetzt nicht mehr rannehmen kann. Aber vielleicht ergibt sich ja die Möglichkeit, gemeinsam mit Herrn Fuchs und Herrn Petri noch irgendwo das Bier aufzusuchen und auch Sie noch daran zu beteiligen. Was ich ganz kurz noch mitnehme, ist, glaube ich, dass es Zeit wurde, dass diese Diskussion geführt wurde, auch in der Öffentlichkeit, auch in dieser Breite. Die Zeit war leider viel zu knapp. Wir haben gelernt,
dass es wichtig ist, nochmal darüber zu diskutieren, wie mündig ist der Bürger wann und was können wir ihm wirklich anvertrauen. Dass die Beachtung gerade im Hinblick auf den Datenschutz der Vorgaben des Paragraphen 291a für die Firmen, egal welche Sicherheitskriterien sie ansonsten erfüllen, aber eigentlich in Deutschland, in der Schweiz sieht es dann wieder anders aus, ein Muss ist. Und ich habe noch das Problem, vom Bürger weggekommen, haben wir eben am Anfang gehört, der chronisch Kranke ist eigentlich der Nutzer, das sehe ich eigentlich genauso. Aber ich habe am Schluss dieser Diskussion von Frau Loskiller auch gelernt, vermutlich ist es nur der chronisch Kranke Informatiker. Und die sind nicht so häufig gezählt vielleicht. Und dann bleibt mir am Schluss die letzte Frage übrig, die dann aber im Raum stehen bleiben muss. Wenn sich die Nutzergruppe nur auf chronisch kranke Informatiker bezieht, wer wird das Ganze dann bezahlen und wovon trägt sich das Ganze? Vielen Dank.